Wir stehen hier vor dem Oberlandesgericht Stuttgart und hier wird heute verhandelt, ob es das Masernvirus gibt. Im Jahre 2011 hat ein Biologe namens Stefan Lanka ein Preisausschreiben veröffentlicht, in dem er 100.000 Euro versprochen hat demjenigen, der ihm beweist, dass es das Masernvirus gibt. Herr Dr. Lanka, alle Welt ist davon überzeugt, dass es das Masernvirus gibt. Wie kommen Sie dazu, daran zu zweifeln? Es ist erste Pflicht eines Wissenschaftlers, an allem zu zweifeln, ja, um Fehlentwicklungen zu vermeiden und bestehende Fehlentwicklungen aufzudecken. Ich habe selber Kompetenz erlangen in dem Gebiet, dass ich ein Virus aus dem Meer entdecken durfte, das allerdings keine negativen Eigenschaften hat. Und das fragte, da habe ich dann begonnen, das ganze Konzept zu hinterfragen, weil Virus bedeutet ja Krankheitsgift, ja. Und ich hatte keinerlei negativen Eigenschaften zu beobachten. Dann hat ein Hinweis von einem Professor, mit dem ich zusammenarbeiten durfte, ergeben, dass es Zweifel an der Existenz des HIV-Virus gibt und bin diesen nachgegangen und habe da erkannt, es steht wohl HIV in der Publikation drüber, aber in der Publikation taucht kein Virus auf. Jetzt nochmal zu Masern. Also dass es die Krankheit Masern gibt und dass die wellenartig unter Umständen auftritt oder auftreten kann, das bezweifeln Sie nicht? Nee, die Klinik ist nicht zu bezweifeln, die ist gegeben. Masern war das erste Virus, also das ich dann als nächstes überprüft habe. Ich habe die HIV-Geschichte, war ich ganz sicher. Ich habe ein halbes Jahr überprüft, dann bin ich damit öffentlich gegangen und habe dann natürlich schon rechts und links geschaut, nach den Hepatitis-Viren, nach den Masern-Viren. Und ich habe auch da gesehen, es wird einfach das Sterben von Zellen im Reagenzglas als Virus fehlgedeutet. Und das ist dramatisch. Und diese Fehldeutung wurde 1954 in Bezug auf das Masernvirus gelegt, aber eigentlich generell für alle Viren 1949 durch den Herrn Enders. Und seit dieser Zeit, seit 1944 Enders, werden alle Viren mit Zellkulturen nachgewiesen und die Bedingungen sind nie kontrolliert worden. Herr Dr. Badens, halten Sie es angesichts des enormen Fortschritts, der ständig auch in der Medizin gemacht wird, grundsätzlich für sinnvoll, hin und wieder das aktuelle Wissen, zum Beispiel auch über die Masern, zu überprüfen? Selbstverständlich. Und das ist ja auch eigentlich ein wissenschaftliches Vorgehen, wenn man nicht Sachen als gegeben ansieht, sondern immer seine Arbeit auch hinterfragt. Nur, wenn wir über ein Thema wie die Masern sprechen, an dem bereits mehr als 30.000 Wissenschaftler sich versucht haben, wo es überhaupt keinen Anlass gibt, zu zweifeln an der Existenz des Masernvirus, da muss man sich natürlich fragen, ist das sinnvoll? Nochmal wie. Also, zum Beispiel, Sie halten es bei Masern ist nicht für sinnvoll. Also, wenn sich keine bahnbrechenden neuen Erkenntnisse ergeben, die jetzt wirklich also alles Fundamentale auf den Kopf stellen würden, was wir bereits wissen, dann halte ich es für nicht sinnvoll, da nochmal daran zu zweifeln. Also, ich stehe hier jetzt mit dem Anwalt von Dr. Lanka, Herrn nicht Horst Seehofer, sondern Stefan. Genau. Seehofer. Richtig. Ja. Sie haben gut lachen? Ja. Warum? Ich freue mich sehr. Ich bin kein Mediziner. Ja. Ich bin eigentlich Fachanwalt für Bank- und Kapitalmarktrecht, ja, und habe Herrn Dr. Lanka unterstützt in der Sache, weil ich der Meinung bin, gerade in einer Demokratie ist es wichtig, dass auch die sogenannten Zweifler und Kritiker angehört werden. Und wir manchmal Tendenzen haben bei uns, dass Leute, die sich kritisch äußern, entweder der Lächerlichkeit preisgegeben werden oder überhaupt nicht angehört werden. Und Gott sei Dank kommt jetzt mal, ist ein Thema in den Medien hochgekommen, wo man sagt, es gibt Zweifel an festgefahrenen Auffassungen, die von 10.000 Wissenschaftlern vertreten werden, die auch meiner Ansicht nach berechtigt sind. Der Senat hat es heute wunderbar ausgeführt. Wir Juristen können nicht entscheiden, ob es einen Masernvirus gibt oder nicht. Damit muss die Wissenschaft sich herumschlagen und zur Wissenschaft gehören auch Zweifel. Dr. Stefan Lanka, das Urteil ist gesprochen und Sie lächeln. Warum?
weil ich dieses Urteil erwartet habe. Mir war klar, dass das, oder ich habe vermutet, dass das Gericht nicht in die wissenschaftliche Beweisaufnahme geht und dass es an der Formalie scheitern wird, nämlich so, wie ich es gefordert habe. Ja? Und das ist eindeutig, daran gibt es nichts zu rütteln. Ein zweites Statement dazu, eben das Gericht hat das festgestellt, dass innerhalb 6 Publikationen kein Virus nachgewiesen worden ist. Aber es sind ja alle Zitate zu berücksichtigen, ja, und insgesamt musste ich ja 3.360 Publikationen berücksichtigen. Das war eine Höllenarbeit, riesen Rechercheaufwand, ja, aber die Aussage des Gerichts ist ganz klar, in 3.360 Publikationen ist kein Beweis für das Masernvirus enthalten. Und dann ist ja die Frage, wo ist es dann, ja? Ja, wie geht es jetzt weiter? Jetzt geht es weiter, dass diese Experimente, die durchgeführt worden sind, die Sequenzvergleiche, die die Existenz des Masernvirus widerlegen, direkt widerlegen, dass das in wissenschaftlichen Journals publiziert wird und dass die Kontrollversuche, die jetzt im Moment ablaufen, dass die ebenso publiziert werden, die dann beweisen, dass nicht ein Virus die Zellen tötet, sondern die Laborbedingungen, die den Zellen unterzogen werden, um sie für die Infektion sozusagen zu aktivieren. Gut. Dankeschön.